Die Reisezeit beginnt. Packesel müssen her, die günstig, schnell und sparsam sind. Der Honda Accord und der Toyota Avensis sind dabei mehr als nur eine preisgünstige Alternative. Auch dank ihrer modernen Benzintechnologie. Variable Ventilsteuerung heißt das Motorenkonzept beim Honda Accord. Damit bringt es der Tourer mit 2-Liter-Motor auf 155 PS und 190 Newtonmeter Drehmoment. Einstiegspreis rund 24.000 Euro. Was bei VW mit viel Pomp und Trara gefeiert wurde, haben die Toyota-Techniker im Avensis still und heimlich eingeführt: die Benzin-Direkteinspritzung. 147 PS und 196 Newtonmeter Drehmoment kosten im Avensis-Kombi 24.500 Euro. Doch Daten allein sind zu wenig. Was die Japaner wirklich leisten, wird das ADAC-Testgelände zeigen. Beim Sprint auf Tempo 100 geben sich die Fronttriebler keine Blöße und schenken sich nichts. Obwohl der Honda etwas weghoppelt, kommen beide fast zeitgleich ins Ziel. Dank ABS mit Bremsassistent kommt der Honda innerhalb von 38 Metern zum Stehen. Doch auch der Toyota beherrscht die Disziplin des Bremsens. 38 Meter sprechen auch hier für das hohe Niveau der Konkurrenten. Trotz seiner Größe ist der Honda im Slalom ein sehr agiles Auto. Selbst starke Lastwechsel nimmt er gelassen und leicht untersteuernd. Die Lenkung ist erfreulich direkt, schade nur, dass ESP nicht lieferbar ist. Deutlich behäbiger geht der Toyota in den Slalom. Fahrwerk und Lenkung sind auf Komfort getrimmt. Der Avensis umfährt die Pylonen nicht, er kreuzt sie und erstickt jegliche Fahrfreude im Keim bzw. im früh regelnden ESP. Beim Design gehen die Kontrahenten getrennte Wege. Keilförmig und aggressiv der eine, rund und unscheinbar der andere. Vorne könnte der Honda glatt als Nachfolger des Alfa Romeo 156 durchgehen. Seite und Heck zeigen das gewaltige Packpotenzial der Japaner. Vollautomatisch reißt der Accord seinen steil abfallenden Schlund auf. Beim Avensis muss der Fahrer noch selbst Hand anlegen, um zu den 520 Liter Ladevolumen zu kommen. Klappt man die fummeligen Rücksitze nach vorne, verschlingt der Toyota 1500 Liter oder 10 sperrige Umzugskartons. Noch größeren Appetit hat der Honda auf Gepäck. Die 450 Liter lassen sich hurtig auf 1660 Liter Laderaum erweitern. 10 Schachteln schluckt auch er. Im Cockpit zeigt sich der Accord eher von der schlichten Seite. Ergonomie und Verarbeitung sind ja noch in Ordnung, nur von den verwendeten Materialien hätten wir uns etwas mehr erwartet. Dafür ist er mit serienmäßiger Klimaautomatik und CD-Radio beinahe üppig ausgestattet. Willkommen in der Oberklasse, heißt es im Avensis. Toyota zeigt den Konkurrenten aus Japan und Deutschland, wo bei Verarbeitung und Materialanmutung der Hammer hängt. Einziges Manko des Musterschülers, die unflexiblen Ausstattungspakete. Vier Zylinder, 16 Ventile und 2 Liter Hubraum leisten im Toyota 147 PS. Soweit so gut. Im Detail wird's komplizierter. Die variable Ventilsteuerung und die direkte Einspritzung soll Sprit sparen. 155 PS leistet der Vierzylinder im Honda. Auch im Honda arbeiten die Ventile variabel, was auch hier zu geringerem Verbrauch und geschmeidiger Power führen soll. In der Praxis sieht das natürlich immer etwas anders aus. Die knackige Schaltung hat der Honda Accord nicht ohne Grund. Schließlich muss man kräftig rühren, um den Motor ab 4500 Umdrehungen bei Laune zu halten. Das wirkt sich natürlich auf den Verbrauch aus. 9,2 Liter Super im Test, statt der versprochenen 8,3.
ähnliche Kritik muss auch der Toyota Avensis einstecken. Sein elektronisches Gaspedal wehrt sich gegen jegliche sportliche Ambitionen. Es braucht Zeit und 4000 Umdrehungen, bis der 1,4 Tonner in Schwung kommt. Damit ist der Verbrauchsvorteil des Direkteinspritzers dahin, gut 10 Liter Super im Test. So kann der Toyota Avensis in Sachen Handling und Verbrauch nicht überzeugen. Seine Stärken liegen im Komfort, der eindeutig die automobile Oberklasse anvisiert. Der Honda Accord punktet vor allem durch seine gute Serienausstattung und sein agiles Handling. Das nicht lieferbare ESP ist weniger nachvollziehbar als der mäßige Qualitätseindruck. Ideal für den Urlaub sind beide. Doch was den Accord am Ende auf die Verliererstraße bringt, ist das fehlende ESP. Das ist einfach nicht mehr zeitgemäß.